Mahlzeit, Freunde. Und willkommen bei den Fresserfliegen, Max Beach Shop. So, pass auf. Wir sind an einem Ort, wo eigentlich irgendwie alles angefangen hat. Wir sind nicht ganz da, wo es ursprünglich gewesen ist, im Kanalweg. Sondern es wird eigentlich eine Parallelstraße davon, weil ihr da hinten runterfahrt, kommt irgendwann meine alte Halle. Warum bin ich nicht da? Ganz einfach. Da ist mir zu viel los zum Filmen, da habe ich keinen Bock drauf. Naja, Fakt auf jeden Fall ist, heute geht es ein bisschen oldschool. Kanalgeschichte, ein bisschen, was wir früher gemacht haben. Diesen ganzen Tüdelkram, darum geht es jetzt mal so ein bisschen. Über ein altes Auto, was ich wieder in Betrieb genommen habe, was ich früher gefahren habe. Ja, was soll ich da groß erzählen? Also To-Do an einem meiner Autos, bisschen getüdelt, bisschen Erzähler von früher, Probefahrt. In diesem Video ist heute einfach alles oldschool, wie früher. Bis gleich. Wilhelmshaven hat ja auch seine schönen Seiten, ne? Ist eine schöne Stadt an sich. Es hat so eine abgefuckten Ecken und es hat auch so eine schönen Ecken. Das ist so ein Mix hier aus einer abgefuckten schönen Ecke. Da drüben ist abgefuckt, hier ist relativ schön. Übrigens, ich wollte mal ein Video machen über eine verlassene Bahnstrecke in Wilhelmshaven, die wirklich weit geführt hat. Zu dem Thema, guck mal, jetzt sieht der vorne, das ist nach Bahnschienen. Das ist zugewachsen. Das ist eine alte Bahnstrecke zum Beispiel. Und da hinten ist ein Lokal namens Blühende Schifffahrt, das ist schon lange geschlossen, das gibt es gar nicht mehr. Und dahinter war früher mal ein Hallenbad von Wilhelmshaven. Also mal eben dazu. Ne? Ist auch ein ganz geiles Ding, ganz geile Geschichte. Hier ist die Bahnstrecke. Und die Bahnstrecke führt wirklich sehr, sehr weit. Und auch wirklich zu allen möglichen Ruinenbaustellen. Da könnte ich auch eine ganze Videoreihe von machen. Ja, nicht, aber ein Video auf jeden Fall. Lost Place technisch und geschichtstechnisch. Scheiße, das ist nach Grillfleisch. Das ist eine ganz geile Ecke hier, ne? Naja, egal. Damals, ich sag mal, der Kanal ist jetzt ja auch schon eigentlich, ich sag mal, fast über 10 Jahre alt. Aber aktiv Videos mache ich tatsächlich. Jeden Tag ein Video, so wie aktuell auch, mache ich es eigentlich mittlerweile seit 3 Jahren. Das heißt, wir haben weit über 2000 Videos online. Ich habe halt ein bisschen übertrieben, meine Lage in dem Fall. Aber ist halt so. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier stehe, wo ich stehe, weil ich so viele Videos hochgeballert habe, euch das gefallen hat und wir als Community nach und nach gewachsen sind. Aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nie was verändert. Ich bin eigentlich derselbe Fuzzi wie immer. Die Jacke trage ich auch schon seit 4 Jahren jeden Tag, diese Aldea-Jacke. Ich bin eigentlich noch im selben Ort irgendwie. Mittlerweile habe ich natürlich Wilhelmshaven verlassen, bin in eine größere Halle gezogen, in Friedeburg. Aufgrund des Museums, aufgrund der mir etwas übertriebenen Menge an Fahrzeugen, die ich habe. Der war ja zwangsweise, man muss es ja tun, ne? Ja, und so nach und nach, so erstes Gemüsetreffen im Kanalweg zum Beispiel. Dann haben wir ein zweites in Huxiel gemacht und immer so weiter. Und so ist das alles nach und nach entstanden und tatsächlich auch gewachsen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und zu dem Thema erstmal danke an euch, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe und von der Scheiße fast leben kann. Fast, ja, ich muss auch Autos nicht mal handeln, damit ich klarkomme. Aber alleine hätte ich diesen Schub nie genommen, ne? Wirklich nie. Und es geht in, boah, Bruder, es geht in diesem Video, auch wenn ich ein bisschen Zeitdruck habe, weil ich meine Frau im Nacken habe. Ich muss dann eine Geburtstagstorte abholen, weil meine Frau hat morgen Geburtstag, also am 2.5. hat Tine Geburtstag. Es geht heute um ein Auto, was ich schon tatsächlich sehr, sehr lange besitze und auch niemals abgeben werde. Weil es geht nämlich heute um ein Fahrzeug, was dieser Kanal von Anfang an begleitet hat. Von Anfang an. Anfang des Kanals war der Wagen auch schon da. Manche Fahrzeuge, die hat wie der Camaro und so, wisst ihr ja, die sind eigentlich schon ziemlich lange da. Und das Auto hier tatsächlich auch. Und ich habe es immer wieder fertig gemacht und wieder zum Laufen gebracht. Habe es am Laufen gehalten nach Gurkenprinzip. Lackierung Gurkenprinzip. Motortechnik Gurkenprinzip. Vergaser. Katastrophe. Ich habe da schon Rehblatt gefahren, allen drum und dran. Ich fahre dieses Auto immer noch. Jeden Sommer. Und jetzt geht's los. Es geht nämlich um mein Einser.
Mein Golf 1, Fake GTI. Warum Fake GTI? Ist natürlich ein 1,5 Liter JB Motor drin. Das ist ein Motor, ich sag mal, mit 70 PS. Ist sehr lahmarschig, das Ding. Aber es läuft und säuft wie ein Loch. Also unter 10 fährst du den nicht. Liegt aber daran, weil die Reifen so fett sind. Ja, diesen Golf 1 habe ich jetzt auch schon seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren. Ich fahre ihn auch schon ziemlich lange im Alltag, im Sommer. Und er hat schon ein bisschen was von seinem ursprünglichen, damaligen Glanz verloren. Ja, der Wagen war ursprünglich mal aus Eckernförde. War auch so vom Grundaufbau auch so, wie er jetzt ist, tatsächlich schon. Aber hatte halt auch so eine Blessung. Stand da 10 Jahre lang in der Scheune rum. Ich habe ihn da vor Ort gestartet, habe da rote Kennzeichen dran gemacht und bin dann nach 10 Jahren Start einfach mit Vollstoff runtergebraten nach Hause. Eckernförde sind von uns aus 350 Kilometer oder 200 Kilometer oder irgendwas. War ein gutes Stück. Aber er hat es überstanden. Ja, dann kam ein bisschen Pannenserie mit dem Ding, weil dann ist ein bisschen Scheiße vorgelaufen. Ist was mit einem Reh vor dem Wagen gelaufen. Das ist Beispiel ist es hier. Mit Bambi. Ich früher noch mal Kumpel Ben Roskamp gebastelt. Meister des Spachtels. Am damaligen Audi 80 B2. Ja, und was soll ich groß erzählen? Das Auto ist eigentlich original. Fährt aber ein Opel-Vergaser. Hat mittlerweile auch tatsächlich schon seine Blessuren. Ihr seht, wenn ihr so guckt, der lag sich auf dem Video ganz gut aus, aber er hat natürlich überall mal nachgepinselt, nachgerollt. Der Wagen wurde mal lackiert vor 10 Jahren. Ich weiß ja nicht ganz 10 Jahren. Doch vor. Ja, für 7 Jahren. Kurz vor mir wird er schon ein bisschen angepinselt. Ich habe ein bisschen nachgerollt, okay? Der Wagen wurde mal lackiert mit Traktor, Gurken, Praktika, Baumarktlack. Also Gurkenprinzip der alten Schule. Ja, und es hat sich gehalten. Ich habe mal nachlackiert, ein bisschen nachgebessert. Man sieht ein paar Lackveränderungen, weil der Lack halt schon uralt ist. Aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr, sehr kerniges Auto. Ne? Schöner Unterbodenzustand. TÜV steht wieder an. Mal gucken, was der dazu sagt, wenn man schon Unterbodenzustand fliegt. Ist auch nicht immer so schön, wer weiß das schon. Manchmal habe ich keine Gedanken. Und ich fahre halt immer im Sommer. So ein Zweitwagen so nebenbei, so. Ne, fürs Wochenende, dafür war der immer ganz gut. Ne, jetzt habe ich einen Ascona, das heißt, dass der noch ein bisschen mehr stehen wird wahrscheinlich. Ja, eigentlich müsste der eine H-Gutachten und eine 7er Nummer haben, aber kriegst du keins. Ja, TÜV läuft ab. Ist auch auf meiner Planung, aber für 7er Monat, obligatorisch. Der Wagen hat Öl im Kofferraum liegen. Ja, hat er. Oh, eine Box ist rausgefallen. Er ist schon ein bisschen gurk. Also er hat seine gurkigen Stellen. Ne? Ich habe den Wagen schon ein bisschen länger. Ich bin ihn auch gefahren. Der hat noch nicht so viel gelaufen tatsächlich. Ich glaube 133.000 jetzt. Nachweislich. Und hier wurde ein bisschen nachgebessert. Der war halt original in einem sehr, sehr optisch schlechten Zustand. Das war technisch gut. Guck mal, nagelneue Bremsen hat er. Der hat hinten vorne nagelneue Bremsen. Der hat mein eigenes Design. Also diesen Golf 1 findest du kein anderes Mal irgendwo. Ne? Also so ein Golf 1, ich kann eine ganze Golf 1 Schlange hinstellen. Die Hälfte der Golf 1 sind gefühlt grün, fett aufpoliert und haben BBS-Felgen drauf. Das ist langweilig. Das ist immer was anderes. So ein Einser hat keiner. Deswegen ist es mein Einser. Ja, aber wieder einige Baustellen zu tun, ne? Habe ich jetzt gemerkt. Zum Thema Baustellen? Komm. Ich erzähl mal, was los ist mit der Kiste. Also, laufen tut er gut. Vergasertechnik. Wir haben vor 3 Jahren, haben wir damals ein Video hier in Opel-Vergaser eingebaut. Vom Corsa A oder von Ascona C würde auch passen. Mit Handschok. Der funktioniert bis heute sehr, sehr gut. Also, außer meine Frau fährt ihn, der funktioniert jetzt nicht so gut. Ja, gucken wir mal. Also mir fehlt diese Leiste, das ist mir eigentlich relativ egal, die war immer schon mal weg. Ich habe die mal gehabt eine Zeit lang, habe ich die wieder verloren. Wayne, das gehört zum Auto dazu, das ist Patina. Aber guck mal, mir geht der Lack hier langsam ab. Hier, der Lack ist hier abgegangen, habe ich gesehen, die Grundierung ist wieder frei. Bei der letzten Nachlackierung, was ich gesehen habe auf der Fahrerseite, am Kotflügel, wo ich gerade gewaschen habe, auch. Das hier, da auch. Müssen wir nacharbeiten, muss gemacht werden. Und hier, der hat Rost. Hier, Scheibenrahmen hinten. Erstaunlicherweise kam dieser Rost tatsächlich erst, wo der Wagen hier, das ist eine Roststelle, da sieht ihr, da Rost, mehr hat er auch nicht, aber dieser Rost, der kam tatsächlich erst, wo der Wagen mit mir in der Halle gestanden über den Winter, fragt man nicht warum, der war einfach da, keiner weiß warum, ganz komisch, müssen wir auch nachbessern, hier Scheibenrahmen haben wir komplett gemacht bei dem Auto, wir haben vergammelt, haben Rufen und ich damals gemacht, haben die Frontscheibe eingesetzt, leider ist die Frontscheibe schief, jetzt hier guckst, ist sie tiefer als da, das heißt, das müssen wir nochmal nachbessern, das muss auch mal gemacht werden. Ich will mal Jens mal fragen oder was. Jens hat auch ein bisschen Ahnung von. Damit 2 Mann bis ins 7 dann wieder reingeschoben kriegen. Ne? Aufregen muss wieder drauf. Dann ist er da schon wieder kerniger. Also ein paar Sachen haben wir daran zu tun. Kleine Sachen. Technisch eigentlich gar nichts. Nur optisch.
Ne? Gut, weil ich finde, das so lassen, wie er ist. Ich habe den Wagen damals so gebastelt und ich stehe da heute noch zu und scheiß auf Oldtimer. Oldtimer Original hat jeder. Bei mir gibt's Original Gurktimer. So, Innenraum. So, weiter geht's im Programm. Füße abklopfen. Jetzt ist mir genug Hundescheiße auf dem Platz. Was haben wir denn hier? Seht nicht viel, wahrscheinlich was nicht sehr hell ist. Original Dachrimmel, schön erhalten. Heckablage ist scheiße. Das Ding da, ich würde mir gerne eine neue besorgen, weil die sind so unglaublich teuer geworden für einen Golf 1. Das ist lieber lasse. Die 133.000 gelaufen. Uhr ist nicht eingestellt. Warum auch? Hier Ausstattung, Heckscheibenheizung, Warnblinker. Handschuhe haben die eigentlich auch nicht, ist nachgerüstet wegen dem Opel-Vergaser. Ein Radio, ein relativ modernes Radio ist hier sogar drin mit CD, damit ich gemütlich meinen Bass-Schalt hören kann. Nachrüstschaltknauf, damals auch ein Fanpaket, das ist eines der ersten. Ist drin, hier sind meine Papiere drin. Oh, ich hab eine Werner-CD dabei. Bruder, da ist alles gerettet. Oh, die sieht was für mich scheiße aus. Habt ihr noch was gemacht? Bass-Schalt, nichts gegen Bass-Schalt, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Den ganzen Tag Bass-Schalt gehört. Komm da rein, mein Freund. Gib mir ein bisschen volles Rohr. Ach, ich muss anmachen vorher. Doch, jetzt will er. Komm, gib Kette, Freund. Gib Kette. Hau rein. Jo. Guck, der Wagen kommt ursprünglich von hier übrigens. Die kaputten Jungs aus Eckernförde. Hier. Da war doch auf dem Treffen gewesen, 2019. Das war mit dem Pontiac mal hin. Aber ich habe immer gedacht, wir nehmen ihn einsam mit. Naja, so viel dazu. Was auch gemacht werden muss, ist wahrscheinlich in den nächsten Jahr oder diesem Jahr. Ich schieße ein bisschen vor mir her, weil es gar nicht mal so mega schlimm ist. Die Kupplung ist nicht mehr so ganz geil. Ich habe die nachgestellt, bis so Ultimo. Und ich glaube aber langsam, die ist bald dran, weil die Reifen ziemlich groß sind. Das frisst natürlich die Kupplung, ist logisch. Ne? Nachgestellt ist das so des Teufels. Geht aber noch. Fährt sich ganz normal, rutscht nicht. So, jetzt machen wir eine Runde Golf 1. Wie früher. Wie die in ganz alten Zeiten. Weil ich muss jetzt noch zum Vatern auf dem Hof. Bei Vaterns Hof hatten mich Kuchen auf mich. Tiefgefrorener. Den muss ich meinen Schwiegereltern bringen. Schön komisch ist aber so. Ja, also wir fahren auf Risiko durch Wilhelmshaven. Ihr wisst, Wilhelmshaven hat eine eigene Soko-Poser. Und ihr seht mich, ich mit meinem Originalauspuff und meinem breiten Karo-Felgen bin natürlich genau deren. Bin natürlich genau deren Spezial. Deren Opfer. Die, mich haben sie lieb. Wahrscheinlich eher ihm mit so einem M5 da, aber was willst du machen? M5, ne, hatte ich keinen Bock drauf. Doch, ein E34 M5, das wäre wieder cool, aber so teuer. So, ihr seht, der läuft ganz schön. Der Wagen hat riesengroße Pellen drauf, also wirklich, der fährt, warte mal, 225er Reifen da drauf? Bin ich ganz sicher. Muss ich mal gucken. Oder 195er, ne, 195er, ne, oder 215er Reifen, das war 215er da drauf. Auf jeden Fall ist er dementsprechend, der fährt wirklich. Der fährt geradeaus, ne? Wenn er geradeaus fahren will. Weil der halt wirklich breite Pellen drauf hat. Ist eigentlich ganz praktisch. Natürlich im Stand ohne Servo. Servolenkung hat dieses Auto nämlich nicht. Ein bisschen nachteilig. Kann man so einen Golf 1 im Alltag fahren? Ja. Aber jedes halbe Jahr Rostcheck und Aufbereitungsarbeiten und Rost wegmachen und keine Ahnung was. Sonst habt ihr nicht lange Spaß damit. Das ist übrigens ein Facelift-Modell von Golf 1. Der frühere hatte so ein Tintentacho, war ein bisschen alles aufgebaut, hat keine Rückleuchten gehabt. Gibt mir der genannten Schwalbenschwanz. Das ist natürlich einer mit den breiten Rückleuchten. Also das ist einer der allerletzten. Der fast schon Golf 2 rein theoretisch. Das ist ein Baujahr 1983 und hat wie gesagt einen 1,5 Liter 70 PS Motor drin. Läuft eigentlich ganz spritzig, wenn er kleine Reifen drauf hätte. Eine Originalbereifung. Mit den großen Reifen fährt er irgendwie wie ein Panzer. Kannst du mit einem K30 vergleichen. Ja, letzter große Roadtrip war damals Mr. Do It Fantreffen. Hier, Krieger Performance hat uns einen Aufkleber hier reingelassen. Damals. Hier, diese hier. Letzte große Roadtrip war damals Mr. Duet mit dem Auto, das weiß ich noch. Und dann bin ich mit viel mit gefahren tatsächlich, weil ich ihn tatsächlich auch geschont habe. Und halt auch andere Autos hatte. Ich fahre lieber Autos, die ich abfahren kann, die ich nicht so pflegen muss. Wie den hier. Ja, ein bisschen dreckig ist er von innen, ein bisschen Dreck drin und so, ein bisschen Liebebraucher, ein bisschen Lappenbraucher. Aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr, sehr kerniger Golf 1. Und gute Golf 1 zu finden, wisst ihr selber, keine Chance. Ne? Und wenn du welche findest, sind die halt ziemlich teuer. Fahrwerk drin verbaut ist ein Weitheck-Fahrwerk. Also kein Gewindefahrwerk oder irgendwas in der Art, sondern ganz normale Federn. Ne? Weitheck-Federn mit hier auch Weitheck-Stoßdämpfern. Ne? Also so ein Paket sind hier verbaut.
auch alles eingetragen tatsächlich. Also eine relativ safe Kiste, aber wenn ich damit Officer, keine Ahnung was sieht, die Polizei, die hält dich damit immer an. Ja, Leerlauf ein bisschen hoch, ein bisschen nachstellen, aber daran soll es nicht scheitern. Das mache ich bei der Abgas immer, weil das machst du am besten. Ja, weil du brauchst halt relativ viel Drehzahl, den anzufahren, weil er halt wirklich große Reifen drauf hat für seine Verhältnisse. 15 Zoll ist natürlich für den Golf 1 schon nicht schlecht. Ja, würde ich mal sagen, wir fahren aus der Stadt raus, dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Shop hier immer zu jedem Auto dazugehört, ist natürlich das obligatorische Sportfahrwerk. Ich glaube, ich habe kaum ein Auto, was komfortabel ist. Ich habe, glaube ich, in jedes Auto, also gefühlt jedes Auto ein Sportfahrwerk reingenudelt. Sogar der hier, der ist bretthart. Muss aber auch sein. Weil ein Kleinwagen muss tief sein und sportlich. Fertig. Ne, so nicht anders. So, wir sind ein Dorf der unbegrenzten Möglichkeiten. Dann denke ich, auf der rechten Seite müsste Vater an seinen Hof kommen, damit ich ihn endlich seinen Kuchen klauen kann. Wisst ihr Bescheid? Ja, gewöhnt man sich. So, nicht anders. So, gucken wir mal. Früher mal viele Fragen gekriegt habe zu dem Auto. Fallen zu den Felgen? Ich zeig's euch mal, pass auf. Diese Felge hier, da haben wir so ein Karo-Muster, seht ihr das? Die Felgen sind alle einzeln geklebt. Natürlich ist der Kleber ein bisschen abgegangen, da geht ein bisschen Lack ab, ist klar, ist alles schon ein paar Jahre älter. Ne? Das sind alles einzelne kleine Karo-Folien, die hier raufgeklebt wurden. Zack, 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 zack. Und immer weiter bis zum Ende. Ne? Die Felgen selber aus Italien. Ich weiß nicht, was für eine Marke das ist. Da muss ich mal in die Papiere reingucken. Die Reifen sind auch die ganz guten. Wie ist immer Star Performance oder irgendwie so hießen die. Star Performer von Ting Up, Ting Hub. Guten China-Reifen. Die besten, die du kriegen kannst. Sind auch schon 10 Jahre alt. Machen die aber immer noch. Ne? Also Felgen sind foliert. Das Dach selber ist gerollt und abgeklebt. Sieht man ganz leicht hier am Rand. Das ist relativ schön gemacht. Ne? Wollte ich den E30 auch verpassen, aber ursprünglich hatte ich einen Plan gehabt mit meinem E30, dass ich den E30 so einen Zwillingsbruder mache von diesem Golf. Aber mittlerweile habe ich es aber ein bisschen verworfen. Mal gucken, was mit E30 anstellt. Eventuell ein eigenes Design. Mal schauen. Irgendwas ist in der Gurkenkiste ja immer drin. Ne? Ja, aber so ungefähr sieht übrigens Lack aus, der fast 10 Jahre alt ist, vom Praktika-Baumarkt. Der wurde damals gerollt, wo Praktika pleite gemacht hat, die Baumarktkette. Mit dem billigsten anthrazitgrauen Lack, den sie hatten. So, auf geht's, rein nach Fallan. Ich brauche Kuchen. Oh, perfektes Timing, bei Fallan reingesaust. Er gerade am Essen mit seiner Freundin, Candlelight-Dinner. Und ich mittendrin so, oh ja, ich muss mir eben den Kuchen abholen. Ne? Wie, welchen Kuchen? Wusste er gar nicht. Hier, das ist der gute Zupfkuchen. Die guten Kuchen hier, Mini-Windbeutel. Und die gute Meistertorte. Die ist hier gleich vom Meister persönlich gebacken bei der Terror-Tortenladen. So, ab geht's, weiter geht's zu Schwiegereltern, da ablassen. Ey, guck mal hier, da kommen sie vorbei. Die Schande vom Revier, von der Streifenpolizei. Helmut und Bruno, heißen die zwei. Bruder, ich hätte schon mal die Krise, ich hab hier so eine Schlafmütze vor mir. Die mit seiner scheiß Karre 10 km/h fährt, Mann, wo 40 ist. Oh, der ist außerorts, da fährt er wahrscheinlich 30. Fortfahrer, sicherlich 80. Katastrophe. Ich will da nur, ich habe keine Zeit. Oh, kennt ihr das? Furchtbar. Aber egal, was willst du machen? Ich kann aber schon mal zeigen. Wir sind jetzt auf der Landstraße zwischen
wie soll ich sagen, zwischen Fedderwahn, das ist ein Nachbarort von Brennewahn, von Dorf der Umgrenzenmöglichkeiten, und hier, ja, wie soll ich sagen, und halt hier Akkum, ne? Das ist ein bisschen Nordsee-Idylle hier, guck mal, die so guckt. Da vorne ist Bodenburg, ja, das heißt da wirklich so. Hier sind ganz viele Windräder, alles nur flach, hier gibt es keine Berge. Die haben wir abgeschafft, da haben wir keinen Bock drauf, wir haben eh nicht genug PS dafür. Ne, da sind ein paar Osterfeuer, die nicht abgefackelt wurden dank Corona. Was eine Scheiße, jetzt leben die ganzen Viecher alle drin. Und bald stehen die unter Naturschutz, im nächsten Jahr kann man die nicht abfackeln. Da hast du Ewigkeiten so einen Kackhaufen auf dem Hof. Oh Gott, komm schon, Omi. Ach komm, jetzt fahr ich gerade vorbei. Dankeschön, Opi. Ne, Opi ist das. War ich ganz lieb. Hab ich vorbeigelassen. Das ist ja echt freundlich. Wie so ein Hollard, Mann. F30. So, weiter geht's. So, pass auf. Hier links kommt jetzt was ganz Geiles. Wenn man hier in der Gegend ist, ein Geheimtipp von mir. Das da vorne, links, ist der Barkhauser See. Ne? Da ist ein See drin. Den sieht man ganz schlecht, aber da ist ein See. Ne? Und da ist überall Baden verboten. Ne? Das ist eine Insel und so. Außer da ganz, ganz hinten, wenn ihr ganz, ganz hinten durchlauft, bis zum Arsch der Welt da vorne, da ist ein Strand und da kann man schwimmen gehen. Darf man auch. Also das ist dann sozusagen der Teil eines Baggersees, der einen nicht umbringt. Ne? Nur eben dazu. Ne? Das muss ja auch mal gesagt werden. Also das ist ein ganz geiler Badesee im Wilhelmshaven, wo ihr für ganz, ganz umme, weil da überhaupt kein Laden ist, kostet kein Geld, kostet gar nichts, schwimmen gehen können. Ich war da als Jugendlicher oder als Kind unglaublich oft. Hat er denn hier so ein 100, Alter? Was will er mit 60? Warte, ich immer langsamer. Immer traurig. So viel traurige Bier. Der ist sogar, habt ihr gesehen? Der war sogar traurig bei 40. Gurkending. Nee, hab ich auch nicht jeden Tag nicht. Nach der Mann 1 so übrigens nochmal, wenn so eine Kiste holt, mit 4 Gang saufen die wirklich viel. Ne? Also ich fahre den hier mit 10 Litern ungefähr. Oder 11 Litern, das ist schon ganz schön viel. Auch mit dem Vergaser und so, weil natürlich alles prima Schnauze eingestellt. Ne? So könnt ihr euch das vorstellen. Jetzt gehen wir vom Gas. Ne? So, obligatorischen 30. Ne, 10 km/h Geräte-Toleranz haben wir auch im Tacho drin. Ne, mit dem Monster-Truck-Walzen. Das wird schon passen. Mission erfüllt, alle sind zufrieden. Kuchen ist weg. Man sitzt es nur noch kalt. Guck mal, noch ein Fahrersitz, der ist ziemlich in den Arsch, ist mir aufgefallen. Oder nee, gute Sitzbezüge tun es auch und gut ist das. Ich habe eh einen fetten Arsch, das heißt, die werden eh wieder aufsteuern. Dann kann ich besser ein paar auf Reserve legen. Alter, warum das? Ich habe ja auf Reserve liegen. Von Derby habe ich noch zwei liegen. Polo 2. Naja, komm, noch mal ein bisschen Frage-Antwort zu dem Thema, weil ich früher für Fragen gekriegt habe von dem Wagen. Habe ich ja früher einige bekommen. Habe ich mir halt gemerkt. Ne? Warum ist dieser Wagen zum Beispiel so lackiert? Ne? Weiß ich nicht, was der Wagen wert ist. Ein Golf 1 im tüffigen Zustand, im guten Zustand. Und warum mache ich das Auto so komisch an und lackiere das so komisch? Ja, ganz einfach. Zu der Zeit, wo diese Lackierung entstanden ist von diesem Auto, war dieses Auto keine 1000 Euro wert. Ihr wisst ja, dieser Oldtimer-Hype ist ja erst vor kurzem entstanden. Also es gibt gewisse Oldtimer, die immer schon irgendwie teuer waren. Ist logisch, ne? Dieser Golf 1 war eine Zeit lang ein Auto, was nichts wert war. Du hast einen Golf 1 eine Zeit lang gekriegt für 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro. Einen guten für einen Tausender, einen wirklich guten. Und so aus der Zeit stammt diese Lackierung, für die Autos halt keiner haben wollte. Ne? Die wurden von den meisten als Winterautos missbraucht. Weißt du, dann sind schon Scirocco gefahren oder die haben irgendwie Corrado gefahren. Weißt du, das waren damals die teureren Autos. Ne? Und dann wurden diese Golf 1 halt einfach nur abgefuckt und niedergeritten. Ne? Und im Golf 2 gefahren. Ne? Golf 1 war ja eine Zeit lang gar nicht mal so beliebt. Das kam erst so, ich sag mal, vor 4 oder 5 Jahren, ne? Dass sie ein bisschen angezogen sind und beliebter wurden in der Oldtimer-Szene. Aber nicht diese hier, diese Wald- und Wiesen-Einser wie dieser hier. Ursprünglich war der Wagen dunkelrot. Nichts an Ausstattung. 1,6er Maschine drin, 1,5er Maschine drin. Waren halt auch nicht so mega gefragt. Das ist der Grund dahinter, ne? Es hat sich halt alles verändert. Ne? Der Wert war früher nicht so hoch. Mir ist sowieso egal, wie viel Wert meine Oldtimer sind. Das ist mir schon immer egal. Das heißt, wenn ich jetzt einen 40.000 Euro Mercedes kriege, weiß ich was, und dafür auch 40.000 Euro nicht bezahle, sondern günstig kriege, aber weiß, ich könnte jetzt besser weiterverkaufen, will ich entweder, weil ich Geld brauche, als Händler weiterverkaufen oder so machen, wie ich es haben möchte. Das heißt, bei mir könnt ihr sogar erwarten, dass ich so eine Karre matt schwarz lackiere, wenn ich Bock drauf habe. Ne, E30, Gurkenlackierung, Arschlecken, die Kiste damals, Gurkenlackierung, sogar mein VR6. Und dann, wenn ich jetzt keinen Lackierer dafür jetzt finde und der Lackierer weiter auf der Nase rumtanzt, will ich ihn selber lackieren. Arschlecken, ist mir scheißegal. Scheiß auf Kohle, Mann. Was soll's? Ne? Weißt du, ein Auto ist zum Fahren da und nicht zum Verkaufen.
Ein schlechter Autohändler, ich weiß. Ne? Deswegen bin ich immer ein bisschen eigen. Wartburg, Olivgrün, was soll's? Bullen drin, mir doch egal. Finde ich cool, passt, Patina. Scheiß auf Wert, so sehe ich das. Denkt nicht immer an Kohle, ist euer Hobby. Ein Hobby muss ich immer Geld verdienen. Diese ganzen Autos, die ich hier rumfliegen habe in meiner Halle und so, sind dreiviertel Hobby und Liebhaberei. Ne? Und ich mache halt damit, worauf ich Bock habe. Und das ist dann halt so. Ne? Gut, Freunde, ich fahre jetzt zu meinem Essen. Ich habe auch Kohldampf, das könnt ihr mir glauben. Der Magen hat so ein Loch, ne? Aber ich bin fett, eigentlich könnte das mit Fett wieder auffüllen, aber ich habe mal lieber einen Schnitzel oben drauf oder so. Ich habe keine Ahnung, was wir heute essen. Ich weiß es echt nicht. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lass uns nicht ärgern. Das nächste Video, wahrscheinlich wird das kommen am Dienstag. Weil, also für euch ist nicht Dienstag, aber für mich. Wir haben heute Samstag, Samstagabend. Morgen hat meine Frau Geburtstag. Wahrscheinlich werde ich dort kein Video mehr drehen können. Mal gucken. Montag fahre ich in Heidepark Soltau. Ich nutze diese Corona-Lücke da, diese nutze aus und fahre in Heidepark. Vielleicht mache ich da noch ein kleines Video, um zu erklären, wie die es lösen. Aber glaube ich nicht. Familienausflug. Und am Dienstag seht ihr mich wieder in Anführungsstrichen. Also bis morgen im Video, was eigentlich ein paar Tage später ist. Zeitblasen, was möglich. Montag, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.